Hallo, mein Name ist Sorkan Asimov und in diesem Video bringe ich dir bei, wie du in nur einer Minute dein Selbstbewusstsein stärken kannst. Viel Spaß bei dem Video. Es wurde mal in den Staaten eine Studie durchgeführt, bei der man als Teil der Aufgabe ein Zeichentrickfilm geschaut hat und währenddessen seinen Namen mit einem Stift schreiben musste. Und einmal musste man seinen Namen mit einem Kuli im Mund schreiben. Also das heißt, der Stift wurde zwischen die Zähne gesteckt, so. Und es sah dann dementsprechend so aus, ja. Und einmal musste man seinen Namen schreiben, während man sich diesen Zeichentrickfilm angeschaut hat. Auch wieder im Mund, aber so. Ja, also den Stift hat man so im Mund gehalten. Und die Ergebnisse waren wirklich erstaunlich, denn es kam dabei raus, dass die Menschen, die ihren Stift so im Mund gehalten haben, also zwischen den Zähnen und mit so einem Grinsen sozusagen, sie hatten viel mehr Spaß an der Aufgabe und sie hatten auch viel mehr Spaß an dem Zeichentrickfilm. Wie kommt das? Wie kommt das zustande, dass man einfach nur durch so eine leichte Veränderung viel besseres Ergebnis erzielt, beziehungsweise ein positiveres Ergebnis erzielt. Die Sache ist, wenn man den Stift also so im Mund hält, mit so einem grinsenden Gesicht, dann ist es so, dass du deine Kaumuskeln dabei anstrengst und die Muskulatur, die für dein Lächeln bzw. dein Lachen verantwortlich ist. Und das gibt deinem Gehirn ein Signal, dass du jetzt in dem Moment glücklich bist. Und deswegen werden die entsprechenden Hormone ausgeschüttet, die entsprechenden Endorphine, Serotonin und auch Dopamin und so weiter und so fort. Und du fühlst dich dementsprechend besser. Und genau gleich, wenn du so einen Schmollmund hast, so ein wie bei den Selfies, die ihr kennt, dann sagst du eher deinem Gehirn, dass du gerade nicht so gut gelaunt bist und eventuell lustlos bist. So, also du siehst, was man mit so einer kleinen Veränderung an seinem Körper verändern kann und an seine Laune, an seinem Gemüt. Und eine andere Studie von Amy Cuddy, ja, die sich auch sehr tief mit diesem Thema beschäftigt, sie hat festgestellt, dass durch eine aufrechtere Haltung, durch so eine Superman-Haltung, wenn du so aufrecht stehst und deine Brust ist vorne und deine Schultern sind hinten, dass du durch so eine Haltung mehr Testosteron ausschüttest und weniger von dem Stresshormon Cortisol. Es ist also nicht irgend so ein Humbug, es wurde wirklich wissenschaftlich bewiesen. Und das geht wirklich ganz schnell. Das kannst du wirklich innerhalb einer Minute machen. Das heißt, wenn du dich nicht selbstbewusst fühlst, das heißt, wenn du irgendwo in einer Situation bist, wo du eventuell eingeschüchtert bist, weil du eventuell die Menschen nicht kennst oder sonstiges, dann kannst du wirklich dran denken, dass du ja so eine Powerposition einnimmst, ja, so eine Powerhaltung, wie so ein Superheld halt eben, und wirklich gerade stehst mit einem, ja, Kopf nach vorne, ja, vielleicht dein Kinn ein bisschen nach oben, und dass du wirklich so dastehst und mal schaust, was mit deinem Körper passiert, was mit deiner Laune passiert und so weiter und so fort. Und du wirst merken, wie schnell sich auf einmal dein Gemütszustand verändert. Dein Gehirn reagiert wirklich darauf, was gerade mit deinem Körper passiert. Ja, das nennen auch die Amis fake it till you make it. Ja, das heißt, du fakest es, ja, du tust so, als wärst du, sagen wir mal, selbstbewusst, und auf einmal passt sich dein Körper bzw. dein Gehirn dementsprechend an und du bist dann auch wirklich selbstbewusst. Ja? Du fakest es am Anfang, ja? Die ersten 20, 30 Sekunden eventuell bemerkst du nichts und du fakest es und du fühlst dich eventuell auch komisch und denkst, was mache ich hier überhaupt? Aber danach merkst du auf einmal, wie du dieses Selbstbewusstsein bekommst, wie du diese Power bekommst. Das ist wirklich eine sehr, sehr effektive Technik. Probier es auf jeden Fall aus und schreib mir unten in die Kommentare, wie dir diese Technik geholfen hat und ob du schon mal so eine Technik ausprobiert hast und welche Erfahrungen du damit hattest. Das würde mich echt interessieren. Wenn du mehr darüber wissen möchtest, wie man sein Selbstbewusstsein stärkt und wirklich ein sehr großes Selbstbewusstsein bekommt, dann habe ich eine große Überraschung für dich, und zwar meinen kostenlosen Crashkurs 10 Schritte zum großen Selbstbewusstsein, die Selbstbewusstseinsformel.
In dieser Selbstbewusstsein-Formel lernst du in 10 Schritten, wie du ein großes Selbstbewusstsein bekommst. Ja, das heißt, du bekommst 10 einfache Schritte, ja, die du sofort ausführen kannst mit Übungen und so weiter und so fort. Und du lernst da wirklich, wie du ein großes Selbstbewusstsein bekommen kannst und das komplett kostenlos. Also klicke unten auf den Link, ja, und danach musst du deine E-Mail-Adresse eingeben und du bekommst es dann auf deine E-Mail zugeschickt, ja, und das komplett kostenlos. Ansonsten möchte ich dir noch eine Sache sagen, und zwar habe ich vor kurzem ein sehr interessantes Interview gemacht mit dem Kanal Be The Change. Ist ein relativ neuer Kanal. Und ich habe mit der netten Dame das Interview durchgeführt und es ist wirklich ein sehr, sehr cooles Interview draus geworden. Ich verrate da wirklich Dinge, die ich noch nie so in der Öffentlichkeit gesagt habe, die ich noch nie auf meinem Kanal erwähnt habe oder auf Facebook oder sonst wo. Auf jeden Fall ein sehr interessantes Interview, check's dir auf jeden Fall ab. Der Link ist ebenfalls dann unten in der Beschreibung und abonniere auch den Kanal Be The Change. Da kommen auch sehr coole Dinge. Und ja, ich würde es dir auf jeden Fall empfehlen. Ansonsten like auch meine Facebook-Seite. Der Link ist auch in der Beschreibung. Da kannst du mir auch deine Fragen stellen und so weiter und so fort. Und wir sehen uns in dem nächsten Video. Und bis dahin, Peace.